So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Es ist 8:50 Uhr, also kurz vor Xetra-Eröffnung. Japan hat ja heute, gab es ja die BOJ-Sitzung, da ging es kurzzeitig, kurz vor 6 Uhr, ein bisschen zur Sache. Das kann man auch gleich im Chartbild anschauen. Hier habe ich den Nikkei. Da wurde an dem Tag, am 19.07., etwa dieses Szenario aufgezeigt. Ein kurzes Anditschen. Ja, ein Schlusskurs kam nicht zustande. Dann sollte es hier runtergehen. Das Kauflimit, ja, beziehungsweise die Übertreibungsphase, was ich gestern im Video gesagt habe, wäre möglich gewesen. Kauflimit leider nicht erreicht. Das waren jetzt hier auch 80 Punkte, die hier gefehlt haben. Aber wenn man wieder diesen Prognosepfeil anschaut, der ist zack nach unten, nach oben, also wieder beide Richtungen nahezu exakt hier so eingezeichnet, was weiter unten war ja nur gestern im Video kurz angesprochen, aber es war halt nicht ableitbar, das war jetzt hier ableitbar vom Chart eben wieder, ja. Und das hat dann auch, haben die Marktteilnehmer dann auch so umgesetzt. Aber allerdings halt nicht ganzes Kauflimit, ich meine, manche Sachen, ja, passen dann halt nicht hundertprozentig, aber vom Prinzip her war das hier so gewollt. Dann kommen wir zu einem Setup, was jetzt dann die Woche nicht zu einem 100% ja, eine Woche macht, ist hier das australische Dollar, japanischen Yen. Da gab es die Abwärtstrendlinie, die wurde hier angelaufen, nochmals hier. Temporär überschritten. Ja. Auf Schlusskursbasis ist hier das Setup, wäre hier noch intakt gewesen, aber dann nach der Kerze und nach der Sitzung dann, ja, das war die 4 Uhr bis 8 Uhr Kerze, lief dann das Paar unter diese Unterstützung zurück. Also das war hier ein Minustrend. Was noch hier aufgezeigt worden ist, US-Dollar, japanischer Yen, wurde zwar hier eben, und wie man ja hier sieht, keine ganzen Marken und auch keine Stopp-Marken angegeben, sondern nur gesagt, hier die Marke ist wichtig, die wurde jetzt hier kurz unterschritten, Schlusskursbasis nicht. Ich habe mir vorher die Muster angeschaut, es könnte ja echt noch ein Tief nur fehlen, dann doch nochmal nach oben gehen, also mir wäre das jetzt hier zu riskant vom Wochenende hier. Ein Risiko einzugehen. Wer jetzt hier eingestoppt ist, liegt ja auch hier kaum im Minus, also soll er sich ja, engmaschig das Währungspaar anschauen und spätestens natürlich über ja, der 1,05er Marke, also 105, wäre das Setup natürlich dann hinfällig. Zum der Hang Seng noch kurz, da hat sich nichts getan, bleibt hier, das wirklich Überschießen fand nicht statt, jetzt dürfte der höchstwahrscheinlich jetzt hier das triggern oder eben von dort noch abprallen und dann nochmal ein Hoch machen. Allerdings, wenn man hier jetzt, dann schaut man den DAX an, lief ja gestern an diese schon länger eingezeichneten Wochenwiderstand hin. Im Tag war dann gestern eine Umkehrkerze drin und vorbörslich müsste man jetzt kurz mal auf einen anderen Chart rüberblicken. Schau mal die JFD-Indikation an. Ja, liegt über der 10.300 Marke, also bei 10.320, aber eben mit leicht fallender Tendenz. Da darf man wirklich gespannt sein, wie jetzt hier die Marktteilnehmer, wenn die Eröffnung um 9 Uhr jetzt stattfindet auf Xetra, was die Marktteilnehmer nach dieser Kerze halt machen. Die Eröffnung wird hier, wie jetzt gestern eben auch, bei rund 10.310
20 dann stattfinden. Wenn hier sofort Verkaufsdruck reinkommt, dann wird die Kerze natürlich bestätigt oder ist dann best oder kann dann bestätigt werden. Allerdings bleibt hier das Gap bestehen von gestern, also nicht von gestern, von heute. Hier ist zwar noch ein leichtes Gap offen, aber bleibt jetzt einfach der DAX über, ja, eigentlich über 10.300, dann wäre es natürlich bullish. Und auf Wochensicht, jetzt, heute ist ja Freitag, es wird ja dann nur noch heute gehandelt, also sollte hier wirklich ein Wochenschlusskurs über 10.400 Punkte stattfinden, wäre das natürlich ein starkes Zeichen der Bullen. Ob man allerdings dann hier, in dem Fall bleibt ja der Kurs noch unterhalb der Trendlinie, ob man das dann als direkt als Kaufsignal sehen mag. Also ich würde dann schon gerne eher den Bruch natürlich sehen, der Abwärtstrendlinie und nicht nur ein Bruch der Wochenwiderstandslinie. Also hier eher auf der Seitenlinie sein, direkt im DAX, bei den DAX-Werten, die ja mal vorgestellt worden sind. Da gab es eine 100%-Quote. Hier das Kursziel erreicht bei Volkswagen. Heidelberg hat Zahlen präsentiert. Vorbörslich steht er bei 74,50 rund. Da könnte es sich jetzt hier eben bis, ja, im Idealfall bis 75,50 aufmachen und dann eben dann doch nicht diese Abwärtstrendlinie knacken und dann nochmal einen Rücklauf starten. Also hier dürfte das eben auch, Entschuldigung, ideal laufen und dann eben eine Abwärtswelle könnte dann stattfinden, eine kleine. Öl lief jetzt hier weiter runter. Da dürfte, kann ich nachher noch den WTI-Chart aufmachen. Deutsche Post hat zwar noch nicht das erste Kursziel erreicht, aber im Plus oder deutlich oder relativ deutlich im Plus, ein halbes R ist hier möglich gewesen. Ja, 0, oder 50, 60 Cent. Was haben wir hier noch? Hier dürfte das knapp wäre, aber das war ja hier nur hochgezogen auf den Einstiegskurs, der etwa ja hier stattfand, oder auch tiefer. Also wer jetzt hier wirklich genau das Level genommen hat, dürfte wahrscheinlich dann ausgestoppt sein mit plus minus 0. Ja, und andernfalls liegt man ja im Plus. Sonst, WTI war ja die Bedingung, dass hier eine Umkehrkerze in den unteren Zeitebenen stattfindet. Die kam ja nicht gestern. Jetzt dürfte er, aber ich kann es ja nochmal wiederholen, was ich gestern erzählt habe. Natürlich noch hier eher nach unten tendieren, aber Vorsicht ist definitiv angebracht. Ein Konter und dann vielleicht nochmal ein Tief kann hier folgen. Also wenn man short, dann eher vielleicht wirklich nochmal hier oben ein Rücklauf an die 44 US-Dollar Marke. Also das bleibt jetzt hier auch heute außen vor. Da wird am Wochenende nochmal neu analysiert. Das war's. Jetzt haben wir ja 9 Uhr. Da beginnt jetzt ja gleich Xetra, der Xetra-Handel und ja, zwischen 10.310, 10.000 320 wird er aufmachen. Ich wünsche allen schon mal ein schönes Wochenende, beziehungsweise ich melde mich ja später nochmal mit Analysen. Danke und bis später.